So, nachdem wir Mike Snyder jetzt down haben, probieren wir uns nochmal an Großwitwe Felina, würde ich sagen. Boah, ich habe jetzt glaube ich nicht mal so das aktuelle Kriegerdeck, aber ich glaube, ich probiere mal Krieger, weil dadurch, dass sie halt immer ihrer Heldenfähigkeit Sachen anschießt, das ist ja bei Krieger eigentlich ganz lustig, weil sie dann ja mal die Effekte auslöst, ne? In der Hoffnung natürlich, dass sie sie jetzt nicht direkt tötet. Ah, die brauche ich schon mal alle nicht zum Start. Oh. Glaube, dafür müsste ich ein bisschen mein Deck anpassen. Sprich, den brauche ich dann ja zum Beispiel nicht so unbedingt. Und dafür vielleicht mehr Effektmonster. Also mehr, die angeschossen werden, reinholen. Mal gucken. Hat jetzt keinen Sinn machen, den zu spielen, mache ich den ja nur noch stärker. Der hat halt aber so viele Schüsse am Anfang, das kannst du doch gar nicht alles loswerden. Mach das jetzt nicht in der anderen Reihenfolge, einfach darum, damit er jetzt mehr HP noch hat, wenn er beschossen wird und vielleicht überlebt. Was er natürlich nicht tut, weil die immer alle trifft. Ja, was ist denn ein Problem? Die Witwe umarmt mich. Das wird gar nichts. Die Witwe umarmt mich. Überhaupt nichts. Neue Runde, neues Glück gegen Großwitwe Felina auf Heroisch. Ich habe mein Hexenmeisterdeck mal ein bisschen angepasst. Na gucken. Also möglichst wenige. Ich habe auch ein paar der neuen Naxxramas-Karten gepackt, die ich dachte, die ganz gut passen könnten. Zum Beispiel dieses Ei, was, wenn es stirbt, mir einen 4-4er gibt. Weil dadurch, dass die es ja immer abschießt mit ihrer Heldenfähigkeit, könnte das halt ganz gut klappen. Genauso die Spinne, die mir dann zwei Spinnen gibt. Und so weiter. Und halt möglichst billige und möglichst wenig Karten zu haben, damit sie halt nicht so viel schießen kann. Und das sieht halt eigentlich schon nach einer ganz guten Starthand aus, würde ich sagen. So ein Coin wäre halt noch ganz gut, ne? Dass ich gleich zwei Monster spielen könnte. Aber ich glaube, man fängt immer an, oder? Ich habe noch nie, glaube ich, nicht angefangen gegen die Typen. Ja, mach mal ruhig so. Kann ja maximal 3 Damage machen. Oder sie macht halt so was. Okay, sie coint schon. Die Verdammten stehen bereit. Vielleicht einem anderen zufälligen Diener 3 Leben mehr. Aber das ist natürlich doof, ne? Benötigt ihr einen Segen? Ha, bringt eigentlich nichts, wenn ich da irgendwas angreife. Ne? Tötet sie im Namen des Meisters!
Wen sollte ich denn am besten silenzen? Der ist egal, den könnte ich sogar killen. Den könnte ich halt silenzen. Das Licht beschützt dich. Guck mal so. Das kommt auch ganz gut mit dem Messerwerfer. Oder Messerjongleur, oder wie der heißt. Dann kriegt sie ja gleich wieder zwei Schaden. Den bräuchte ich halt nur auf der Starthand. Mein Schild für Argus! Ich kämpfe. Der tötet einen, ne? Ich kämpfe. Schauen wir mal. Das so. Ja, jetzt musst du anfangen, da draußen rumzublasen oder mähen oder was? Ah, ich hoffe, ihr hört das wahrscheinlich trotzdem. Kann ich gerade nicht viel machen. Falls ich das Match halt gewinne, müsst ihr das leider tragen. Falls nicht, dann zum Glück nicht. Zeit für ein bisschen Blut vergießen. Auf in die Bresche! Ah, das ist nicht so gut. Aber ich hätte ihn eh nicht killen können. Das ist halt so. Vielleicht hätte ich ihn vorher töten sollen. Oder ich ignoriere ihn jetzt, weil jetzt wird er eh irgendwas töten. Ah. Scheißegal. Fuck, du kannst das auch machen, ey. Scheiß Kriegerkarten. Ja, lief jetzt nicht so optimal. Oh, geh mir nicht auf die Eier lang. Was ziehen wir denn noch? Na, ich tue erstmal den. Einfach, damit er nicht mit seinem Helden durch meinen Turm durch kann. Man kann aber auch so viel Karten ziehen, ey. Was Deck an sich klappt ja ganz gut. Guck mal, wie weit ich sie runterkriege. Und er, ne? Mach mir halt selber mal Schaden durch, dass ich Karten ziehe. Ansonsten klappt's ja. Machen wir doch jetzt mal die Taktik hier, die er immer ausfährt. So. Schützen die schön mit einem Taunt. Dann läuft das auch. Er kann seine Heldenfähigkeit nicht benutzen, weil ich keine Karten auf der Hand habe. Lass die Schmerzen sprechen. So, sieht doch ganz gut aus. Mit so einer Rusher-Karte wäre auch ganz gut. So, gehen wir mal durch. Das sieht doch sehr gut aus. Sehr, sehr gut. Das stimmt, dass man seine Decks extra für die Heroes anpassen muss. Aber die hätten halt wenigstens dafür mehr Deckplätze ins Addon reinpacken können, weißt du?
Weil so musst du halt irgendein anderes Deck opfern, damit du dein Deck anpassen kannst. Aber ich habe jetzt trotzdem gewonnen. So. So. Bam. GG! Ich habe Hero durch. Also, ja, ersten Flügel. So. Verlinas Tod ist unwichtig. Ich dafür jetzt eigentlich irgendwas? Ne. Königin wird euch mit Leichtigkeit eliminieren. Krieg ich nix für. Ich glaube, man kriegt einen Kartenrücken, wenn man irgendwie alle hat, oder? Naja. Dann war's das erstmal mit diesem Video und wir sehen uns, wenn der nächste Flügel öffnet. Nächste Woche. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.